Nahost, Norwegen, Irland und Spanien wollen Palästina als Staat anerkennen. Volodymyr Zelensky bezeichnet die Lage an der Front in Donetsk als extrem schwierig. Russische Sabotageakte. 12 Verdächtige in Polen verhaftet. Venedig-Kommission drängt auf Abschaffung des Agentengesetzes in Georgien. Irans oberster Führer Khamenei leitet die Beerdigungszeremonie für Raisi in Teheran. Spanien, Norwegen und Irland wollen in der kommenden Woche Palästina offiziell als einen Staat anerkennen. Damit wollen sie einen dauerhaften Frieden in der vom Krieg zerrissenen Region erreichen. Oslo hat als erstes diese Entscheidung bekannt gegeben. Kurz darauf folgten Madrid und Dublin. This is an historic and important day for Ireland and for Palestine. On the 21st of January 1919, Ireland asked the world to recognize our right to be an independent state. Our message to the free nations of the world was a plea for international recognition of our independence, emphasizing our distinct national identity, our historical struggle, and our right to self-determination and justice. Today, we use the same language to support the recognition of Palestine as a state. Nos sumaremos a los más de 140 países del mundo que ya reconocen al Estado palestino. Y a esa amplia mayoría de países que hace 12 días votó a favor de la entrada de Palestina en las Naciones Unidas como Estado miembro de pleno derecho. Esperamos no ser los últimos, esperamos que nuestro reconocimiento y nuestras razones pues, contribuyan a que otros países occidentales sigan este camino. Die Anerkennung durch Spanien, Norwegen und Irland wird voraussichtlich am Dienstag, den 28. Mai, offiziell erfolgen. Die EU-Mitglieder Slowenien und Malta haben in den vergangenen Wochen ebenfalls angedeutet, dass sie den palästinensischen Staat anerkennen könnten. Dies sei für den Frieden in der Region von entscheidender Bedeutung. Schweden hatte Palästina bereits vor 10 Jahren als Staat anerkannt. Kritikern zufolge sollte vor der Anerkennung Palästinas die Grenze zwischen Israel und Palästina festgelegt und der Status von Ost-Jerusalem geklärt werden. Israel hat seine Botschafter aus Irland und Norwegen abgezogen und droht Spanien mit einem ähnlichen diplomatischen Schritt. Israel wird angesichts derjenigen, die seine Souveränität untergraben und seine Sicherheit gefährden, nicht schweigen, schrieb der israelische Außenminister Israel Katz auf X. Mit der Anerkennung Palästinas würde man der Welt die Botschaft schicken, Terrorismus zahlt sich aus. The Irish government says it strongly rejects any criticism by Israel that this action plays into the hands of Hamas. They say Hamas is not the Palestinian people and reiterated calls for them to release the hostages back to their loved ones immediately. But the Prime Minister says it's time to breathe new life into the two-state solution, to give hope to the people of Gaza suffering unbearably, and as he says, give hope to the children of Gaza, who go to sleep at night, not knowing if they'll ever wake up. Nur 12 von 36 Krankenhäusern im Gazastreifen sind teilweise funktionsfähig, so das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten. Selbst mit den zusätzlichen Feldkrankenhäusern sei die Gesundheitsinfrastruktur bei weitem nicht ausreichend, um Zehntausende Kriegsverletzte zu versorgen. Thousands have lost their hearing capacity because of the constant explosions. Thousands of people are also waiting to be evacuated out of Gaza, and that's because they need higher levels of care and they can't access it inside of Gaza because the healthcare system is on its knees. Zehntausende vertriebene Palästinenser im Lager Muwazi im Norden des Landes leben zwischen Müllbergen und leiden an einer Reihe von Krankheiten. Das Gebiet wurde zur Sicherheitszone erklärt und ist jetzt stark überfüllt, nachdem Israel seine Militäroperationen im Süden in Rafah ausgeweitet hat.
Russland setzt seinen Druck auf die Frontlinie im Osten der Ukraine fort. Zuletzt wurden bei Drohnenangriffen in Kharkiv im Nordosten 5 Zivilisten und auch Feuerwehrleute verletzt, die Brände in der Stadt bekämpften. Insgesamt waren 3 Brände infolge der nächtlichen Angriffe ausgebrochen. Nach lokalen Angaben wurden Wohnhäuser und Fahrzeuge beschädigt. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky bezeichnete besonders die Lage an der Front im Gebiet Donetsk als extrem schwierig. In den Richtungen Kramatorsk, Kurachowe und Pokrovsk gäbe es die meisten Angriffe, sagte er in seiner allabendlichen Videobotschaft. Dagegen gelinge es in der Region Kharkiv, die Angreifer in Schach zu halten. Das russische Verteidigungsministerium hat Videomaterial veröffentlicht, auf dem nach eigenen Angaben das zerstörte Dorf Pletenivka in der Region Kharkiv zu sehen sein soll. Die russische Armee habe das Dorf eingenommen. Von hier aus hätten Ukrainer mehrmals auf Belgorod geschossen, heißt es in der Videobeschreibung. Jährlich finden in Estland die NATO Springstorm-Militärübungen statt. Diesmal wurde geübt, wie die NATO auf einen realen Angriff von außen reagieren würde. Angesichts des Krieges in der Ukraine gerade hochaktuell. Denn Estland grenzt an Russland und sieht sich zunehmend russischen Sabotageakten ausgesetzt. We all understand that, you know, that these hybrid attacks are still very acute. And we have to be ready also for these. So it doesn't matter, is it a cyber attack? Is it some other type of attack? So we are ready for that and we are responding to that. And our message has always been clear. In this territory, in Estonia and all the allies, we are controlling that and we are not allowing anyone to disrupt our normal behavior and normal society here. Estland ist dafür bekannt, dass es Spionagedelikte aggressiv verfolgt und öffentlich macht. Russische Agenten werden regelmäßig festgenommen. In Polen sind 12 Verdächtige wegen versuchter Sabotage im Auftrag russischer Geheimdienste festgenommen worden, wie der polnische Ministerpräsident Donald Tusk mitteilte. Er sprach auch von der Stärkung der polnischen Grenze, in die Polen rund 2,3 Milliarden Euro investiert. I to jest oczywiście niepokojący scenariusz, potwierdzenie tego, że presja na granicę wschodnią Polski to nie jest migracja spontaniczna ludzi, którzy uciekają z różnych krajów. W tej chwili te dane są naprawdę bardzo precyzyjne dane, bardzo niepokojące. Ponad 90% tych, którzy przekraczają polską granicę nielegalnie, to są ludzie dysponujący rosyjskimi wizami. Laut Tusk handelt es sich bei den 12 Verdächtigen teils um kriminelle Staatsangehörige aus der Ukraine, Weißrussland und Polen. Die Venedig-Kommission hat Georgien aufgefordert, das Gesetz über ausländische Einflussnahme aufzuheben. Das Gesetz hatte eine Welle von Protesten ausgelöst. Viele befürchten, es könnte abweichende Meinungen unterdrücken und Georgiens Beitritt zur EU behindern. Das Gesetz sieht vor, dass sich Medien und andere gemeinnützige Organisationen, die mehr als 20% ihrer Finanzmittel aus dem Ausland beziehen, als ausländisch beeinflusst registrieren lassen müssen. Die georgische Regierung sagt, das Gesetz sei notwendig, um den ihrer Meinung nach schädlichen ausländischen Einfluss auf die Politik des Landes einzudämmen. Die Venedig-Kommission wurde 1990 vom Ministerkomitee des Europarats in Straßburg ins Leben gerufen. Ihre Aufgabe besteht darin, Demokratie, Grundrechte und die Rechtsstaatlichkeit vor allem in osteuropäischen Ländern zu etablieren und zu festigen. Irans oberster Führer Ayatollah Ali Khamenei hat die Beerdigungszeremonie für den verstorbenen Präsidenten Ebrahim Raisi, den Außenminister und andere, die bei dem Flugzeugabsturz starben, abgehalten. Der schwarze Turban auf dem Sarg des verstorbenen Präsidenten Raisi soll seine direkte Abstammung vom islamischen Propheten Mohammed symbolisieren. An der Zeremonie nahmen führende Vertreter der paramilitärischen iranischen Revolutionsgarde und der politische Führer der Hamas, Ismail Haniyeh, teil. Die Särge wurden anschließend in einer Prozession teilweise durch die Innenstadt von Teheran getragen. Tausende Iraner nahmen Abschied.
Außerhalb des Irans feierten einige aus der iranischen Diaspora unmittelbar nach der Meldung den Tod Raisis. Raisi galt als Hardliner und wurde unter anderem für den Tod Mahsa Aminis 2022 in Polizeigewahrsam und die brutale Niederschlagung der darauf folgenden Massenproteste verantwortlich gemacht. Ein Mann aus Großbritannien ist bei einem Flug von London nach Singapur aufgrund schwerer Turbulenzen ums Leben gekommen. Mehr als 2 Dutzend Passagiere sind verletzt worden. Die Maschine war mit 211 Passagieren an Bord vom Flughafen Heathrow gestartet und musste um 15.45 Uhr Ortszeit in Bangkok notlanden. Die Flughafenbehörden sagten, das 73-jährige Opfer habe möglicherweise einen Herzinfarkt erlitten. I just know that he's the English nation and then have a, like a heart attack problem. So maybe he's have a heart attack on plane or not. But after Tracking-Daten zeigen, dass das Flugzeug innerhalb von etwa 3 Minuten plötzlich um fast 2000 Meter nach unten stürzte. Dann blieb es auf einer Höhe von 9400 Metern, bevor es zu einem Notlandeanflug in Bangkok ansetzte. Dies dauerte weniger als eine halbe Stunde. Die thailändischen Flughafenbehörden teilten mit, dass alle verletzten Passagiere in einer Einrichtung auf dem Flughafen behandelt werden.